Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier von mir bei Kerbal Space Program Lights Challenge. Ich habe mir diesmal jemanden rausgesucht. Ich muss gestehen, dass ich mir denjenigen von den Lights Challenges noch nicht kannte. Ich dachte mir allerdings, ich möchte jetzt nicht, also ich gehe auch auf eure Bewerbung ein, definitiv. Ich habe mir die alle abgespeichert in der E-Mail, aber ich möchte auch ab und zu noch andere Leute herausfordern, die vielleicht mich nicht kennen. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, denn so Leute, die ich nicht kenne, haben natürlich immer den Vorteil, und die mich nicht kennen, haben immer den Vorteil, ich weiß nicht, wie gut sie sind, sie wissen nicht, wie gut ich bin. Ich habe mir allerdings natürlich seine Videos angeschaut, ganz klar. Angenehm finde ich, er ist erstmal ein Let's Play-Partner, der ungefähr auf die gleiche Größe aktuell, auf der gleichen Größe aktuell ist wie ich. Das finde ich schon mal ziemlich sympathisch. Das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie so einer, also ein abgehobener Riesending, der keinen Bock hat, mit mir die Challenge zu machen. Deshalb, ich hoffe, er macht's. Ich hoffe, er hat Lust drauf. Er wirkt etwas verpeilt, er war aber schon auf Duna. Und hat da auch schon seine riesen Missionen gehabt und riesen Raumschiffe und blablabla. Und da ist mir dann so gekommen, er hatte da so ein riesiges Raumschiff, was er nach Duna schicken wollte, um Jeb von Duna zu befreien. Das ist einer der aktuelleren Folgen. Ich verlinke ihn euch unten. Sein Name ist übrigens Fred Vorlaut. Und ja, Fred Vorlaut, ich habe ihn unten nicht falsch geschrieben. Ihn schreibt man nicht Vorlaut, sondern Vorlaut. Also, wurscht. Auf jeden Fall eine sehr angenehme, ruhige Stimme. Und für dich, lieber Fred, wenn du dieses Video hier siehst, herzlich willkommen in Lights Challenge. Lights Challenge ist eine kleine Zeit- und Skill-Herausforderung. Ich lasse einen Timer laufen bei dem Start einer Rakete. Also erst wenn ich das erste Mal auf der Taste laufe, ab dann läuft der Timer unstoppbar, auch wenn du wieder zurück ins Vehicle Assembly Building gehst. Und du musst einen Challenge besiegen. Und für mich ist diese Challenge heute... ich mache das übrigens auch immer beim ersten Cut. Also wenn ich jetzt versage, werde ich auch nochmal neu bauen. Ich habe die Raketen nie vorgebaut. Wir machen heute etwas, was meine Abonnenten ganz oft vorgeschlagen haben. Wir müssen einen stabilen Orbit hinkriegen. Dürfen dafür nur 3 Parts verwenden. Und das ist schon der falsche, denn ich habe die Herausforderung mir noch ein bisschen schwerer gemacht. Genau. Es muss natürlich auch ein Kerbonaut drin sitzen. Er muss nicht zurückkommen, das ist wurscht. Hauptsache es sitzt ein Kerbonaut drin. 3 Parts, wie gesagt, also aufpassen mit SAS und Co. Ich guck mal, wie ich das mache. Und dann fordere ich dich natürlich heraus, das mir nachzumachen. 3 Parts, das ist überhaupt nicht leicht. Muss ich gestehen. Ich glaube, wir gehen mit den größten Sachen, denn die können natürlich das meiste Gewicht mitnehmen. Und den kleinsten Pot, weil der hat natürlich das wenigste Gewicht. Jetzt weiß ich nur nicht, welche Engine davon sinnvoll ist. Ich könnte mir was vorstellen. Was hatten die hier für ein ISP? Schön, dass der minimale Thrust 0 ist. Das ist ja sehr nützlich, dass das Ding nicht gleich anfängt zu starten. ISP, wo bist denn du? Steht denn der ISP? Ich finde den nie. Das ist so komisch. Steht der hier nicht dabei? Propellant, ja, Liquid Fuel, das ist schön. Da, Engine ISP. 280 und 380. Was hat denn der Skipper? Hat eine höhere ISP-Erwartung, ganz niedrigen Thrust. Ich glaube, damit kriege ich nichts hoch. 280, 33. Das hat einen höheren ISP als den Rocker Max. Also nehmen wir dich da. Der Rocker Max ist kleiner. Naja, der Rocker Max ist kleiner. Gehen wir so. Wir versuchen es mal so. Also 3 Parts natürlich ist nicht lange am Bauen, aber umso schwerer in den stabilen Orbit zu kommen. Es ist nämlich wichtig, dabei nicht zu früh den Gravity Turn zu machen, denn sonst sind wir nicht hoch genug. Aber auch nicht zu spät, denn ansonsten haben wir vielleicht Höhe, aber nicht die Weite. Das ist wirklich tatsächlich anstrengend. So, ich muss mir hier mal kurz alles breit machen. Auf die Plätze, fertig, los. Ab jetzt läuft der Timer und ab jetzt gilt es. Jetzt dachte ich gerade, warum fliegt er denn nicht los? Ab jetzt gilt es, ab jetzt muss ich... in den Orbit kommen. Und wir sehen, wie schnell das Fuel hier leer geht. Oh, das ist nicht schön. Oh, das Fuel geht mir gerade ein bisschen arg schnell leer. Wie gesagt, es geht einfach darum, du musst es erstmal schaffen. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel nicht schaffe und irgendwann in der Challenge aufgebe, dann hast du die Chance, einfach nur indem du weiterkommst, als ich zu gewinnen. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier schon sagen würde, nee, ich mag nicht mehr, das ist alles mir hier zu blöd. Wäre für dich der einzige Challenge, in Orbit zu kommen. Er müsste nicht stabil sein. Beispiel. Oder jetzt letztes Mal Challenge gewesen war, um mit nur Boostern zum Mann zu kommen. Und da hätte es gereicht, wenn mein Kontrahent, der es leider nicht geschafft hat, schneller mit Boostern nur in den Mann-Orbit zu kommen. Denn ich habe bereits beim Mann-Encounter aufgegeben, weil ich keinen Fuel mehr hatte und es mir zu blöd wurde. So.
Ja. Drei Parts hat natürlich den Vorteil, dass wir ein wahnsinnig kleines Gewicht haben und dadurch wahnsinnig schnell beschleunigen. Das ist ein bisschen ungewohnt schnell, denn ich bin hier noch am Erklären, da sind wir schon ganz weit oben. Und bei drei Parts habe ich mich deswegen. Ich habe am Anfang gedacht, nimmst du doch die geilen Booster mit. Die können sich ja theoretisch gegenseitig absprengen durch die Hitze. Und das funktioniert dann ja auch. Hab mich allerdings dagegen entschieden. Das hat einen guten Grund. Und zwar, hätte ich die Booster genommen, hätte ich sie halt nie ausschalten können und hätte das, was ich jetzt mache, nicht machen können. Mit diesen Engines, die ich jetzt habe, kann ich das nämlich machen. Ich muss nur auf meinen Strom achten, denn der darf mir natürlich nicht ausgehen während der ganzen Aktion. Wie hoch sind wir denn? Na, immer noch keine 70.000, na, das ist ja schade. So. Wenn mir nämlich mein Strom ausgeht, bin ich natürlich gedoomt. Und Gas geben. So. Stabiler Orbit. Oh, perfekt. Hey, das ging schneller als gedacht. Wir stoppen die Zeit nach 2 Minuten 10. 2 Minuten 10 ist die Zeit, die du zu schlagen hast. Ich habe es mir vielleicht ein bisschen leicht gemacht, indem ich die größten Sachen jetzt genommen habe. Ich bin mir sicher, dass man das schlagen kann, wenn man den Flug besser plant oder so. Wir haben nicht mehr sehr viel Fuel übrig. Ich mache jetzt einfach als Bonus noch dran. Wir merken uns die zwei. Jetzt, Moment, 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 Moment. Wir haben doch Open Broadcast. Open Broadcast ist doch so schön. So, Moment. Das ist jetzt hier. Egal, egal. So. Machen wir das. Genau. Szene bearbeiten. Ziehen wir das mal hier runter. 2 Minuten 10 merken wir uns. Das ist die Zeit, die zu schlagen gilt für die eigentliche Challenge. Jetzt gucken wir, ob ich es noch schaffe, zurückzukommen. Das ist jetzt aber einfach nur so eine Zusatzchallenge. Gucken, ob man zurückkommen kann. Wenn man selber dazu in der Lage ist. Das möchten wir natürlich am Tag machen. Deswegen möchten wir hier erstmal ein bisschen rumfliegen. Denn in der Nacht wäre das fatal. Erneut. Wir bremsen ab. Und gucken, ob wir es echt zurückschaffen sollten. Das wäre ja cool, wenn wir das zurückschaffen sollten. Also drei Parts ist schon cool. Wir sind hier noch ziemlich hoch. Was soll denn das? Vor allem die noch ziemlich dunkel. Das gefällt mir gar nicht. Ich gehe mal sicherheitshalber auf EVA. Vielleicht kann ich ihn ja bouncen lassen. Oh je, wir landen im Dunkeln, kann das sein? Oh, das wird schlecht. Ich mache das jetzt noch ein bisschen dazu, weil ich finde, ehrlich gesagt, so ein 6-Minuten-Video ist ein bisschen scheiße auch für meine Abonnenten. Da fühlen die sich vielleicht auch verarscht. Ich möchte nicht, dass ihr euch verarscht fühlt. Das muss ja nicht sein. Oh, oh, oh. Wir kommen nicht mehr auf die helle Seite, kann das sein? Ah, wobei, wobei, wer weiß. Fakt ist, ich habe viel zu viel zu viel zu früh den Bremser gemacht, aber ich wollte halt auch nicht im Wasser landen. Ich muss auf Land landen und es glaubt mir zwar immer noch keiner, aber in KSP und nur in KSP, nicht in der Wirklichkeit, in KSP ist es besser, auf Land zu landen. Das könnt ihr mir jetzt endlich mal glauben, denn der Grund ist, wenn eure Engine zum Beispiel explodiert, beim Aufprall explodiert, bremst die Explosion die darüber liegenden Teile ab durch die Explosion. Und dadurch bremst ihr bei der Explosion. Natürlich ist das ein bescheuerter Trick, ein Glitch, was auch immer, wie ihr es immer nennen wollt. Aber trotzdem ist es immer sinnvoller bei solchen Challenges, also auf Land zu landen. Das ist wesentlich sicherer für den Kargonauten an sich, als im Wasser. Denn im Wasser gibt es nichts, was mich abbremst. Das ist der Grund. Geh mal hier ein bisschen vom Gas runter. Und wir sehen immerhin den Sonnenaufgang. Das bringt uns nur leider nicht so viel. Wir lassen uns so weit wie möglich abbremsen. Und versuchen dann richtig hart abzubremsen und zu EVA kurz vorm Aufprall. Und vielleicht schaffen wir es. Nur vielleicht, aber vielleicht schaffen wir es. Das wäre cool. Aber es wäre auf jeden Fall cool. Und wenn nicht, habt ihr bestimmt ein Highlight irgendwo zum Einsenden oder so. Denkt dran an die lieben Abonnenten von mir unten in der E-Mail, unten in der Videobeschreibung findet ihr ganz oben eine E-Mail-Adresse. Also in meinem Part, ich habe ja meine Beschreibung immer so aufgegliedert, mein Part, fremde Parts und das Spiel selbst. Und in dem Teil, wo meine Social-Media-Sachen drin steht, findet ihr auch seit neuestem eine E-Mail-Adresse für die Highlights einzusenden.
Wenn ihr sagt, das hat mir so gut gefallen, das fand ich so genial, es war lustig, es war cool, das hast was Cooles gemacht oder so, könnt ihr mir gerne den Link zum Video inklusive Minute einfach an die E-Mail, die unten steht, senden und automatisch wird das bei mir hier eingegeben und ich werde irgendwann daraus ein Best-of schneiden. Das ist so der Plan. So. 3000. 2900. 3, 2, 1, go! Ups. Boah, wir haben ja wahnsinnig viel Fuel. Sind wir über Wasser oder über Land? Ich sehe es nicht. Absolut gar nichts. Ich glaube, wir kommen dem Land verdammt nahe gerade. Oh, wie stark einfach diese Engine ist. Ist ja krass. Ich habe mir jetzt nicht den Timer wieder gestartet, ne? Ach egal, ihr seht es an. Wir waren über Wasser. Okay, ich habe es nicht geschafft. Ups. Gut. Wenn du das natürlich schaffst, wenn du also meine Zeit ungefähr schaffst und es schaffst noch zu landen, dann lasse ich natürlich die Challenge auch für dich als gewonnen gelten. Wenn du es schaffst, aus dem Orbit nochmal zu landen, das zählt dann für mich, als hättest du gewonnen, auch wenn du vielleicht meine Zeit nicht überbieten kannst. Einfach jetzt als Zusatz, weil die Folge so kurz war und ich hier jetzt wahrscheinlich auch gerade die beste Art und Weise, die Rakete zu bauen, ein bisschen weggeschnappt habe. Natürlich darfst du sie nachbauen, das ist legal, aber trotzdem, also wenn du möchtest, darfst du landen. Fände ich auf jeden Fall cool, wenn du es schaffen würdest. Richtig cool. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light Over and Out. Schaut in die Playlist. Findet ihr auf meinem Kanal die Playlist zu Light's Challenges. Da findet ihr auch die ganzen Antwortvideos darauf. Das heißt, ihr seht, wie meine Kontrahenten sich geschlagen haben. Wäre sehr schön, wenn ihr vorbeischaut. Link zu dem Kanal von Fred vor Laut. Danke für diesen Zungenbrechernamen. Fred vor Laut ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light Over. And out.